Auf der Kinderstation kommt eine 14-jährige Patientin zu Dr. Martin Fleming. Schülerin Paulina hat heftige Magen-Darm-Beschwerden. Was sich zunächst als alltäglicher Infekt darstellt, gibt dem Kinderarzt sehr bald große Rätsel auf. Dann leg dich mal eben hin. Seit wann ist das jetzt mit dir so, dass dir so übel ist? In der Schule heute Morgen war mir schon ein bisschen schwindelig. Ich hatte Bauchschmerzen. Okay. Als ich dann nach Hause ging, wurde mir dann richtig übel. Ich musste mich auch schon übergeben. Und jetzt fühle ich mich einfach nur müde und kaputt. Und war das vor dem Mittagessen? Oder warst du? Weißt du gar nicht. Wenn du aber das Mittagessen konnte ich gar nicht essen. Aber gestern ging es dir noch gut? Ja. So. Ja, 37 auch. Das ist alles nicht schlimm. Sie sollte eigentlich bei mir Mittagessen heute. Und? Ich habe ihr Lieblingsessen gekocht, wie immer. Einmal die Woche ist sie da. Sonst ist sie ihr Lieblingsessen, ja. Ist ihr denn jetzt weiterhin sehr übel noch? Oder? Ich fühle mich sehr, sehr schlapp und es ist mir ganz schlecht. Merkst du, dass du spucken musst vielleicht? Ja. Echt? Dann wollen wir mal eine Schale schnell. Also der Blutdruck ist auch mau. Ist mau. Was hat? 90, 60. Ja, das ist ein bisschen sehr wenig, ne? Muss spucken. Okay. Ja. Ups. Setz dich hin, prima. Jetzt mal tief einatmen. Versuch mal durch die Nase einzuatmen und durch den Mund ausatmen. Ist besser? Ist hier besser, leg dich wieder. Aber ich meine, guck mal, das ist ja auch mehr gallig als sonst, ne? Ja, und so war das zu Hause auch schon. So war das. Und? Ja, und dann aber auch Durchfall dazu. Ja, und nicht nur das, sondern sie hatte auch Blut im Stuhlgang. Blut? Und das kam mir doch sehr alarmierend vor, sodass ich dann mit ihr hierher gekommen bin. Die größte Gefahr ist, dass Kinder, die erbrechen und so massiven Durchfall haben, wässrigen, teilweise blutigen Durchfall haben, dass man darauf achtet, hauptsächlich, dass nicht die Kinder austrocknen. Gerade bei kleineren Kindern ist das höchste Gebot, aufzupassen und viel Flüssigkeit geben. Das gurgelt und pfeift hier ganz schön. Bauch ist butterweich. Ich hätte gleich dann doch noch dann eine Stuhlprobe. Ne? Den müssen wir, wenn das nächste Mal, wenn du noch mal groß musst. Ja, auf der Toilette, da stehen die Stuhlröhrchen. Ich versuche noch mal eben meine Schwiegertochter zu erreichen. Kannst du mal ganz kurz den, lass ich mal hier mal. Das geht, ne? Gut. Ja, guck mal, sie ist auch tarikat, ne? Ja. Ja, sie ist auch ein bisschen tarikat. Ans Handy, das die Handy Mama ist jetzt beim total. Yoga, das habe ich ja doch schon so oft gesagt. Ja, beim Yoga, aber da kann sie doch ans Handy gehen. Na, wenn sie bei dem Yoga gerade ist, ist es schwierig. Nein, das wusste sie ja vielleicht. Ja, aber sie denkt sie ist gut bei Ihnen versorgt. Sie weiß es ja nicht. Ja, so sehe ich das auch. Ansonsten, die läuft immer mit dem Handy durch die Gegend. Aber heute natürlich nicht. Wir machen eine Infusion, bereiten wir schon mal vor. Was hast du heute gegessen? Bei Omi hat es ja nichts mehr gegeben, das ging ja nicht mehr. Aber zum Frühstück, was gab es? Zum Frühstück habe ich ein bisschen Müsli gegessen. Und das Müsli. Okay, das, aber was anderes nicht. Ja. Das sieht schon so nach Magen-Darm-Geschichte aus. Also, mal gucken. Die körperliche Untersuchung war schon wegweisend für einen sehr ausgeprägten Magen-Darm-Infekt. Mit sehr massiven Darmgeräuschen, gluggernden Darmgeräuschen, glucksenden und einem leicht meteoristischen Abdomen, aufgeblähten Abdomen. Das spricht immer doch für eine relativ starke Entzündung in einem Darmbereich. Aber sie ist schon relativ stark ausgetrocknet. Also Infusion ist gut. Paulina! Ah. Wer sind Sie denn? Ich bin die Mutter. Hallo Mama. Kommst du auch schon? Wie geht's dir? Danke, Birgit. Ja, Entschuldigung, ich konnte vorher nicht. Wie es ihr geht. Ja, ist doch jetzt egal. Mama ist doch jetzt da. Ja. Ihre Tochter ist hier bei uns mit. Wir haben vermuten, dass sie Magen-Darm-Infekt hat. Das geht ja auch rum. Also, sie bleibt erstmal bei uns heute. Wir legen einen Tropf, haben wir jetzt schon gelegt. Da kriegt sie was gegen Schmerzen und gegen die hohe Magensäure, die sie hat. Und Novalgin kriegt sie auch mal, weil sie scheinbar Temperatur entwickelt, Als Bolus oder würdest du das kurz entfernen? Nur als Bolus, Tut mir so leid, dass ich jetzt erst da bin. Ja, vom Yoga. Geht man so zum Yoga? Ja, ich war beim Yoga, aber ich hatte auch noch einen Banktermin. Es war sehr wichtig. Dass du nicht ans Handy gehen konntest. Genau, es tut mir ja auch leid, aber ich habe damit ja auch nicht gerechnet. Nein. Ich meine, es ging ihr heute Morgen sehr gut. Sie hat heute Morgen gegessen, ich habe sie in die Schule entlassen, alles war wunderbar. Dass die Oma von Pauline
natürlich ängstlich war und sich Sorgen machte, ist ja klar. Das versteht man ja auch. Aber irgendwie fand ich es dann doch ein bisschen komisch. Sie machte sich natürlich große Sorgen, aber dann war auch immer wieder, das habe ich auch nicht wirklich verstanden, dass sie gegen die Schwiegertochter, also die Mutter von Pauline, so spitzenlos ließ. Ihre Tochter bleibt heute noch erstmal hier. Wir lassen den Tropf durchlaufen, die braucht ein bisschen Flüssigkeit. Und dann kriegt sie noch das Schmerzmittel und was gegen Säure. Ich bin gerade im Krankenhaus. Ich kann gerade nicht telefonieren. Ich melde mich später, okay? Hör mal, ich fasse es nicht. Musst du jetzt hier telefonieren? Für mich warst du ja nicht zu erreichen. Mir tut das ja auch leid, aber es war eine Freundin. Das tut dir alles furchtbar leid. Hör mal, entschuldige mal. Ich musste deinen Mann, meinen Sohn, anrufen. Der muss seine Geschäftsreise unterbrechen. Nur weil die Madame so, beim Yoga war. Wir lassen dich jetzt mal in Ruhe. Du bleibst hier und dann wird es dir bald besser gehen. Ich zeige Ihnen mal unsere schöne Sitzecke. Ja, okay. Einmal rechts rum, bitte. Dr. Fleming kann noch nicht wissen, dass die angespannte Stimmung zwischen Paulines Mama und deren Schwiegermutter einen Grund hat, der sogar mit dem Zustand der 14-Jährigen in Zusammenhang steht. Zunächst bittet der Arzt aber Patientin Amelie zu sich mit einem Problem, das der jungen Frau sehr unangenehm ist. Was ist denn mit dir passiert? Ich kann jetzt nicht mehr gehen, das ist total peinlich. Geh mal rein. Oh mein Gott. Was hast du denn jetzt gemacht? Wir wollen dich doch morgen entlassen. Was ist denn? Mein Freund wollte mich heute besuchen. Ja, das ist doch schön. Ja, dann habe ich zum ersten Mal diese Kaltwachsstreifen benutzt. Und aber sonst benutze ich immer. Dürfen wir mal gucken? Ja, zeig mal. Ach, das sieht so schlimm aus. Ja, ist so schlimm nicht. Nein, aber es sieht so nicht kann mein Freund mich sehen. Dann besorgen wir unsere Wundersalbe. Ja, pass auf. Amelie, wir haben eine Salbe dafür. Ja. Die kriegst du. Ja. Aber du weißt auch, Kaltwachsstreifen zum Damenbart entfernen ist nicht so gut, oder? Ich hab's halt versucht, da stand auch auf der Packung, dass ich das mehrmals abziehe. Hast du das erste Mal gemacht? Ja, sonst benutze ich immer Warmwachsstreifen. Aber das habe ich jetzt zum ersten Mal benutzt. Und weil ich hier so aufgeregt war und ich habe so einen starken. Ja, aber so Kaltwachsstreifen, das ist halt für so empfindliche Gebiete wie Oberlippe. Ja, daran habe ich jetzt nicht gedacht, aber. Ja? Gut, danke sehr. Das kriegen wir schon hin jetzt, ne? Wenn dir das nachher so blöd ist, dann sagst du deinem Freund, das ist noch von der Narkose her, da hast du so einen Tubus gehabt. Martin, kommst du mal bitte? Ja, du kriegst jetzt die Salbe noch drauf und dann wird's schon gut. Und du entscheidest, was du machst. Hm? Alles klar. Pauline, Zustand hat sich sehr verschlimmert. Sie hat 39,5 Fieber. Und obwohl sie bekommen hat, ist es nicht runtergegangen. Okay. Och. So schlecht ist sie jetzt. Also ich habe gemessen 39,5. Viele Bakterien, aber auch Viren können im Körper durch toxische Vorgänge Temperaturen auslösen. Und das ist in unserem Fall auch so gewesen, dass sie ja in kurzer Zeit von Normaltemperatur auf sehr hohe Temperatur hochgeschossen ist. Wie ist das mit deiner Übelkeit? Ist das besser irgendwie geworden? Ist gar nicht besser geworden. Ich habe mal die Mama und die Oma wieder mitgebracht. Ja. Ach, das ist doch gar nicht gut. Das hat sich jetzt verschlechtert. Das Fieber passt zu dem ganz gewöhnlichen Magen-Darm-Infekt nicht so sehr im Augenblick. Die Flüssigkeit haben wir ja schon gegeben. Das hat noch nicht viel bewirkt, auch das Mittel gegen die Übelkeit. Wir müssen schon dran denken, dass es auch was anderes sein kann, dass sie irgendwas gegessen hat, was sie überhaupt nicht verträgt. Im Sinne von was einer Unverträglichkeit oder aber, dass es eben Bakterien sind, die sowas auslösen können. Ja. Salmonellen, so Thema. Muss man dran denken. Deswegen die Frage, was gab es vorgestern zu essen, weil wir auch die Inkubationszeit brauchen. Heute weiß ich nur was vom Müsli und da kann ich mir kaum was drunter vorstellen. Da kann meine Schwiegertochter Ihnen sicherlich mehr zu sagen, denn sie kocht ja zu Hause. Abends essen wir alle gemeinsam. Ne? Wir essen Käse, Wurst, wir essen ganz normal zu Abend. Mir geht es gut, meinem Mann geht es gut. Also Abendessen kann es eigentlich dann nicht sein. Was gab es dann mittags vielleicht mal in den letzten Tagen? Also, was gab es mittags, weißt du? Also das die letzten zwei Tage kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich unterwegs war. Ach so, ja. Ach, du warst unterwegs. Und was hat das Kind gegessen? Wer hat sie versorgt? Sie kann das schon so gut selber. Und ich bin auch so stolz, dass sie das selber kann. Selbst? Sie kocht sich selbst ihr Mittagessen? Ja, ich gehe einkaufen. Wir entscheiden auch gemeinsam, worauf sie Lust hat. Und sie kocht so gut. Sie macht also, das wirklich gut. Das kann ich jetzt nicht glauben. Also das hätte es zu meiner Zeit nie gegeben. Was ich wissen muss, ist,
hat sie vielleicht was in Richtung Mayonnaise, Eier, irgendwo in der Richtung was gegessen, wenn man an Salmonellen denken sollte. Salmonellen? Ist alles möglich, kann aber bei sein. Dir im Haushalt gibt es doch wohl keine verdorbenen Lebensmittel, oder? Natürlich nicht. Wir kaufen frisch ein, das weißt du auch. Es gibt natürlich Eier bei uns, wir essen regelmäßig Eier. Aber unsere Tochter isst gar nicht so gerne Eier. Also, und Mayo haben wir eigentlich gar nicht, ne. Du kommst jetzt erstmal auf das Zimmer. Du kriegst weiter deine Infusion und brauchst keine Sorge haben. Das geht dir bestimmt bald besser. Da sich Paulines Zustand in kurzer Zeit trotz der Infusion rapide verschlimmert hat, vermutet Dr. Fleming eine Lebensmittelvergiftung oder eine bakterielle Infektion. Bestätigen kann das nur der Befund des Labors, der außerdem unerwartet ein Familiengeheimnis aufdeckt. Wir wissen jetzt, was die Maus hat. Gott sei Dank. Wir haben das Blutbild bekommen, das hat sehr hohe Entzündungswerte. Das haben wir uns schon gedacht, deswegen war das Fieber so hoch. Die weißen Blutkörperchen sind auch extrem hoch. Und im Stuhl haben wir einen Erreger gefunden. Und deswegen haben wir auch schon angefangen, sie antibiotisch zu behandeln über die Infusion. Weil über den Mund geht das schlecht, weil ihr immer noch übel ist und Durchfall und Erbrechen. Da wird das nicht gut aufgenommen. So, und der Erreger ist ein sogenannter Campylobacter, das ist ein Bakterium. Ja, das fängt man sich durch rohes Fleisch und am häufigsten Hühnerfleisch. Jetzt ist die Frage, woher kommt das? Ungefähr 3 Tagen habe ich mir zu Hause Hähnchen gemacht. Aha. Aber ich habe es natürlich in der Pfanne gebraten und nicht roh gegessen. Wie hast du das denn irgendwie zubereitet? Ich habe das einfach in dünne Streifen geschnitten. Wo? Wo? Auf dem Boden? Auf einem Holzbrettchen. Und das Hühnchen hast du von allen Seiten schön angebraten. Also das Hühnchen war es nicht. Dann war es, frag dich, das Holzbrett. Was ist mit dem passiert? Hast du das schön sauber gemacht? Nicht wirklich. Ich habe das nur mit einem trockenen Tuch einfach kurz abgewischt und es dann liegen gelassen. Pauline hätte, nachdem sie das Hühnchenfleisch geschnetzelt hat auf einem Holzbrettchen, dieses Holzbrettchen auch sehr gut säubern müssen. Das tut man üblicherweise. Und da hat sie ja uns erzählt, sie ist ja mit dem trockenen Haushaltstuch drüber gegangen. Und das reicht nicht aus, um Campylobacter loszuwerden. Und dann hast du da noch mal was drauf geschnitten. Weil irgendwo muss ja dann noch mal was passiert sein, dass denn diese komischen Erreger zu dir in den Bauch gekommen sind. Ich habe vorgestern noch Karottensticks drauf geschnibbelt und die dann in die Schule mitgenommen und das dann über den Tag gegessen. Das wird's gewesen sein. Und das ist wahrscheinlich der Weg, der stattgefunden hat, wie diese kleinen, fiesen Bakterien dann zu dir gelangt sind und jetzt schön an dir gearbeitet haben. Nicht? Und das ist, ich hab's wirklich oft gesagt, ne, rohes Fleisch sauber machen. Arbeiten wir noch dran. Dass ja, weil sie so gut kocht, ne? Und dann hat sie auch ganz viel geschnibbelt und alles gemacht, dann ist es aber danach. Ja. Prognose von Pauline auf unserer Station ist absolut gut. Wenn jetzt das Antibiotikum wirkt, werden die Campylobacter sehr schnell getötet. Und die Rehydrierungsmaßnahmen wirken zusätzlich, sodass sie in relativ kurzer Zeit aus unserer Klinik voll gesund wieder entlassen werden kann. Das Kind soll kochen, sie muss lernen, die Hygienevorschriften einzuhalten, die in der Küche sind. Die ist 14 Jahre alt. Genau, richtigen Alter. Aber kannst du mir mal sagen, was du den ganzen Tag machst? Schatzi, ich glaube, es war keine gute Idee, dass ich wieder angefangen habe zu arbeiten. Ist es nicht vielleicht besser, wenn ich doch zu Hause bleibe? Ich mache mir jetzt wirklich Vorwürfe. Und Schatz, das ist nicht deine Schuld. Ich bin wirklich schon alt genug. Und ich habe das wirklich verstanden, dass es wirklich wichtig ist, alles sauber zu machen. Das ist nicht deine Schuld. Du hast 13 Jahre auf Job verzichtet. Ja. Jetzt ist wann gehst du wieder arbeiten? Seit kurzem, ja. Ich habe jetzt eine neue Stelle gefunden, die genauso ist wie das, was ich gelernt habe. Weißt du, ich habe eine Ausbildung gemacht. Ich war echt gute Autoverkäuferin. Und ich habe auch verdammt viel Wissen. Und es kann doch nicht sein, dass ich das umsonst gemacht habe. Mama ist seitdem auch viel glücklicher und viel positiver. Und außerdem finde ich es gut, mehr Verantwortung zu haben. Denn nur so werde ich doch erwachsen. Ja, meine Güte, warum habt ihr mir denn nie gesagt, dass du wieder arbeitest? Ich verstehe das nicht. Ja, wir kennen doch deine Einstellung, deine Ansichten. Du kommst aus einer anderen Generation. Das war einfach früher anders. Sicherlich ist es heute notwendig, dass viele Elternpaare beide arbeiten gehen. Und in dieser Situation der Kienchefs, denke ich, war es nicht nötig. Aber man merkte natürlich, dass Frau Kienchef gerne arbeiten gehen wollte. Man muss auch so ein bisschen an sich selber denken. Und Pauline ist ja wirklich auch alt genug.
Also wir haben ja nur staunend und bewundernd sprachlos ihr zugehört, ja, und finden das ganz toll, wie Sie das jetzt hier in Ihrer Familie so positiv gelöst haben. Ja. Und da gehen wir auch raus mit ein bisschen mehr Freude in unserem Herzen. Pauline hat sich vollständig erholt und durfte die Klinik nach 3 Tagen verlassen. Seitdem achtet die 14-Jährige penibel auf Sauberkeit in der Küche. Oma Birgit hat akzeptiert, dass ihre Schwiegertochter nicht mehr nur Hausfrau und Mutter sein möchte, sondern auch wieder Karriere macht.